So. Randa. Benutzen. Zack. Quatsch. 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 Schwert raus. Bis. Oh. Da ist das fliegende Ding. Und es schießt definitiv mit Zaubersprüchen. Okay. Warten, bis es näher kommt und hauen einfach drauf. Ist ja keiner getroffen. Und wir beschädigen unser Schwert. Getroffen. So, wirklich. Oh, das war ein guter Treffer, glaube ich. Die Gargoyle-Augen sind grün. Also er hat noch gar keinen Schaden bekommen. Zack. Wirklich viel Schaden macht er uns nicht. Das ist schon mal sehr gut. Oh, ich hätte nichts sagen sollen. Komm, 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 komm. Wir müssen heilen. Heilen. Oh, das klappt sehr gut. Und ich schlag mit der Faust zu. Nein. Oh, ein Kettenhemd. Kettenhemd kommt mit. Liegt hier noch irgendwo ein Schwert rum? Da ist das Fliegeding. Das ist eine Sackgasse. Ja, sehr schön. Wir haben das fliegende Auge gerade befreit, sodass es auf ewig die Zwerge terrorisieren kann. Und laufen schreiend weg. Wir sind echt Superheld. Im Süden war die Rüppelkammer. Gib uns ein neues Schwert. So. Und am besten noch eine Ersatzwaffe, die keine Axt ist. Da ist ein Dolch. Dolch ist nicht so wirklich toll, aber besser als nichts. So, was bist du für ein Hemd? Ein Mail-Shirt, und zwar ein Serviceable. Sehr gut. Du, da drauf. Ja, das sieht doch gleich viel besser aus. Sehr schön. Du. So, dahinter. Genug Mana für einen Zauber müssten wir auch haben. Also gib ihm. Da bist du ja. Zack. Oh. Oh. Au. Oh. Und gleich tot. Failed, failed, failed. Geschafft, aber wir haben immer noch sehr wenig. Oh nö. Raus, 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 raus. Raus, raus. Raus. Türen gehen nicht mehr zu, richtig? Doch, gehen sie. Okay. Tür zu. Ah, ich habe das Licht vergessen. Lampenöl. Da drauf. Zack. So, Tür wieder auf. Wieder ran da. Aber so wirklich viel Hoffnung, das Ding umzubringen, mache ich mir gerade nicht mit unserem Dolch und unserem kaputten Kurzschwert. Deswegen plündere ich lieber das Ding hier schon mal kurz aus. Was bist du? Oh, Schrott. Oh, stimmt, wir könnten unseren Wand mal benutzen. Das Ding da. So, benutzen. Mit links. Piu. Ups. Nein. Ich hasse die Steuerung. Also, du. Was machst du? Linksklick und jetzt rechtsklick auf ihn. Nicht genug Platz. Und der. Au. Treffer. Okay, Heilung. Heilung. Links. Und der Wand ist kaputt. Aber ich habe den Zauber noch ausgewählt. Genau. Zack, Treffer. Gucken wir mal, was es gebracht hat. Ich glaube, er zieht sich zurück. Aufheben. Den Stab. So. Benutzen. Den Stab. Treffer.
Treffer. Treffer. Er flieht definitiv. Die Anzeige oben ist auf Rot. So, jetzt aber Schwert und gib ihm. Jo. Knallerrot die Anzeige oben. Kutschwert wurde zerstört. Komm schon durch. Dolch wurde beschädigt. Wir werden beschädigt. Wir werden stark beschädigt. Komm schon, ist doch fast tot. Alles mit. Ach, Gott sei Dank. Hoppala. Also ja, wir haben einen ganzen Stab verbraucht. Den hier wahrscheinlich auch fast bis zur Hälfte, wenn nicht mehr. Und der hat uns richtig gut runtergeprügelt. Aber wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. Also gucken wir, was hier noch so rumliegt. Da eine Beutel war von dem. Zwei neue Runen. Kein Platz. Kein Platz. Kein Platz. Kein Platz. So. Du rein da. Du rein da. Du mit zum Verkaufen. Und der Beutel selber ist leer, also kann der auch hier bleiben. Sonst ist hier oben nichts gewesen, außer ganz viel Goldadern, die wir aber nicht benutzen können oder dergleichen. Was war auf dem Schriftstück? Mantra Lu kann hier bleiben. So, hier war die Mine, da waren die Zwerge, gleich zum König. Sprechen. Hier waren die Privatgemächer, nicht, hier war die Lagerkammer, die wir ausgeplündert haben. Wo war der König selber? Im Süden. Also völlig falsch, da lang. Sprich, König. Hast du das bösartige Monster, das unsere Minen heimgesucht hat, erledigt? Ja, die Tat ist vollkommen. Ich wusste, du bist ein Held. War es schwierig? Ja, ich hatte Glück, dass ich es erschlagen konnte. Und auch noch demütig. Du bist wirklich ein Held und hast dies hier verdient. Ein kleines Mitglied seiner Rasse kommt nach vorne gelaufen und präsentiert dich mit einem Amulett in der Form eines Steinmetzmeißels. Dies war das Lieblingswerkzeug des großen Coolness, dem besten Edelsteinschleifer, der jemals in unserem Volk gelebt hat. Es wird traditionellerweise den Helden weitergereicht und jenen, die in dem Kunstwerk am meisten Fortschritt gezeigt haben. Du bist der Erste, nicht von unserem Volk, der es tragen darf. Möge es dir Glück bringen. Wir könnten jetzt ein Geschenk zurückmachen. Aber wir haben nicht so wirklich ein Geschenk zurück. Außer den Stein, wofür ich nicht weiß, wofür es ist. Ich danke dir, auf bald. Wo ist das Steinmetzding? So, das Ding ist das, okay. Rechte Maustaste. Du siehst den Edelstein. Meißel, Schleifer, Schneider von Coolness. Benutzen? Also nicht auf dem Zwerg zeigen, aber vielleicht macht er hier irgendwas. Nö, kann ich nicht. Ah, okay, mitkommen. Und mit dir sprechen. Ich würde gerne tauschen. Ich
Nee. Komm, weg. Bye, bye. Bye, bye. Also, wir haben das Monster liegt. Wir haben das Amulettteil anscheinend von den Zwergen bekommen. Also eins von den 8 Stück, die wir brauchen. Und das Einzige, was wir hier jetzt noch machen können, wäre hier hingehen. Also in die Minen und dann Karte gucken. Minen wäre hier lang. Minen wäre hier. Östlich halten und Karte gucken. Genau, wir müssen von hier aus jetzt südöstlich und über die Brücke rüber. Und gucken, was da so ist. Ich hoffe mal, das war hier richtig. Jo, schaut gut aus. Und eine Giftratte. Zack. Zack. Also wirklich viel von der Angriffskraft merke ich so nicht. Ich meine, vorher mussten wir die auch schon 3-4 Mal treffen. Jetzt treffen wir sie immer noch 3-4 Mal, obwohl wir richtig viel Angriffskraft gesetzt haben. Schon ein wenig komisch. Aber na gut. Oh, Gold. Ich mag Gold. Oh. Alles. Waren 10. Okay. Du dahin. Warte mal, wir können mit Keulen auch gut kämpfen. Und das Ding ist serviceable. Also probieren wir das mal so. Weil ich denke, ein Streitkolben ist ein wenig effektiver als ein Dolch. Jedenfalls, wenn es in meiner Hand liegen würde. Brauchst du mal mehr Reichweite. Und Reichweite ist im Kampf tierisch wichtig. So, da ist nichts. Was haben wir hier? Das sieht wieder nach Zwergen aus. Die Standarte des Gebirgsvolks. Okay. Seid ihr... Oh, liegen hier viele Waffen rum. Oh, sag mir bitte, bitte, dass du ein Schmied bist, der gerne Ramsch kauft. Schack. Grüße an dich, Schack des Mountainvolks. Was kann ich für dich tun? Ich brauche deine Fähigkeiten. Falls es die Schmiedekunst ist, die du brauchst, kommst du zu dem richtigen Mann. Aber meine Fertigkeiten sind nicht billig. Kannst du bezahlen? Ja, ich kann einen guten Preis bezahlen. Okay, also ich könnte jetzt einzelne Sachen ihm geben. Aber ich weiß gerade nicht, was repariert werden muss. Das Ding war gut. Die Schuhe vielleicht. Nicht du. Du. Das muss repariert werden. Kannst du es reparieren? Kostet ein Gold. Ja. Okay. Sollen 18 Minuten wiederkommen und die eine Goldmünze nicht vergessen. Ja. Eine. Ich hätte mal gucken sollen, wie viel Schaden das früher hatte. So, serviceable, serviceable, worn, serviceable, serviceable. Eigentlich haben wir ganz gute Ausrüstung. Hm. Ja, aus dem Dolch halt. Es wäre schön, wenn auch Sachen verkaufen würde. Wie zum Beispiel ein exzellentes Gurtschwert. Aber es gehört halt zu ihm. Sind 18 Minuten rum? Kommt zurück in 17 Minuten. Oh, Real-Life-Minuten. Das ist interessant. Okay. Karte. Gibt nur ein kleines Problem. Wir haben jetzt 17 Minuten lang nichts zu tun, weil wir alles auf dieser Etage schon erledigt haben. Außer die Tür. Die kriegen wir nicht auf. Das war eine Tür, oder? Ich glaube, ja. Da war ein Gitter und dahinter war ein Knopf. Also bräuchten wir einen Stock. Und da war noch ein Raum, den wir nicht öffnen könnten. Und jetzt runterlaufen, um später wieder hierher hinzulaufen, finde ich ein bisschen albern. Das heißt, ich mache mal das Licht aus. Schlafe, was wir eh mal sollten.